Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Als erstes entschuldige ich mich dafür, dass ich das Mikrofon heute vergessen habe. Wir haben auch ein bisschen Wind. Endlich mal. Heute ist nämlich verdammt warm. So, wir haben heute eine Mercedes ML 430 W163 mit einem 4,3 Liter V8 Sauger mit dem legendären M113 Motor. Und zwar tauschen wir heute Zündkerzen bei diesem wundervollen Auto. Ich werde mal sehen, wie viel werde ich fluchen. Wie gut lässt sich das gestalten? Aber quatschen wir nicht lange und legen los. So, als erstes haben wir die Haube auf Servicestellung gebracht. Jetzt fangen wir an, den Luftfilterkasten wegzubauen. Dann sollten wir von der Theorie her schon mal an die ersten vier Kerzen kommen. Auf der anderen Seite kommen wir an sich so ran. Aber wir werden jetzt erstmal schauen. Apropos Besonderheit, es ist ein V8. Und er hat 8 Kerzen pro Seite. Schöne Twin Spark Technologie. Aber das scheue ich ja nicht. A few moments later. So, jetzt nachdem wir alle Kerzenstecker gezogen haben und die ganzen Kerzen rausgedreht haben, die zum Glück alle super rausgingen, fangen wir jetzt an, die neuen Kerzen reinzudrehen. Im Vorfeld, wie immer, mit den dreckigen Händen hier halt die Keramik. Einmal ein bisschen abwischen, gucken, ob irgendwo irgendwelche Risse zu sehen sind. Zum Glück nicht. Ja, dann fangen wir jetzt an, alle wieder einzubauen. Und dann hole ich euch nochmal ran, denke ich. So, nachdem ich jetzt alle Kerzen von Hand reingeschraubt habe, natürlich mit Kerzenlos und Verlängerung, weil man kommt ja so gut ran, nehmen wir jetzt einen Drehmomentschlüssel, stellen ihn auf 25 Newtonmeter ein und ziehen jetzt alle Kerzen damit an. Im Netz gibt es noch die Beschreibung, dass man die Hand fest randreht und dann nochmal im 90 Grad Winkel nachzieht. Der ganzen Sache würde ich so nicht trauen, weil der Dichtring in dem Moment vielleicht nicht ausreichend gequetscht wird und da wiederum eine Undichtigkeit entstehen kann. Also verlassen wir uns auf den guten alten Drehmomentschlüssel. Auf der Fahrerseite habt ihr natürlich nicht so einfaches Spiel wie auf der Beifahrerseite, dass ihr sagt, okay, wir nehmen den Luftfilterkasten weg, weil hier sitzt der Sicherungskasten. Den könnt ihr nicht mal eben schnell wegbauen. Vergesst es. Kommt gar nicht erst auf die Idee. So, wir haben jetzt angefangen, hier gibt es ein leichtes Hitzeschutzblech, das haben wir als erstes demontiert. Dann haben wir angefangen, die Zündspuleinheiten zu lösen, um Platz zu gewinnen. Dann konnten wir mit der Zange, leider Gottes amateurhaft mit der Wasserpumpenzange, aber anders kamen wir auch wirklich nicht ran, Stück für Stück jede Zündkabel abzuziehen. Das Schlimmste war das zweite von vorne und das allerletzte. Weil man muss ja erstmal irgendwo einen Anfang schaffen. Beziehungsweise das Ende finden. Man kommt hinten nicht dran wegen der Bremsleitung. Das ist sehr bescheiden gebaut. Aber jetzt haben wir alles raus. Jetzt fangen wir an, die Kerzen rauszunehmen, die neuen einzuschrauben und ja, wir zusammen. Hier für euch nochmal in der Nahaufnahme oder besser in der Übersicht, wie das Ganze aussieht ohne Zündspuleinheiten. Wenn wir das alles jetzt zusammen machen, zeige ich euch das, wie verbaut das hier ist. Hier sitzt übrigens auch das Hitzeschutzblech im Normalfall. Und falls die Leute sich jetzt wundern, warum hier die Zündspuleinheit noch hängt, jemand hat irgendwann mal den Kabelbaum daran festgeschraubt und ja, wir wollen das jetzt nicht auftrennen. Many months later. So, da haben wir es wieder. Ich habe keine Abmoderation gemacht auf dem Garagenhof. Wir haben beim ML die Zündkerzen gewechselt, was eine echt tricky Aufgabe war, weil halt die Bank auf der Fahrerseite echt bescheiden war.
sagen wir es so, wie es ist. Es hat funktioniert, aber du brauchst es jeden Millimeter, den du kriegen konntest. Und die Kerzenstecker haben so fest draufgeklebt, das war schon echt, also drauf gesteckt, die waren so schwer runterzubekommen, dass wir sogar schon die Zündspulen eine hinten abgebaut haben. Aber ich glaube, das hatte ich auch gerade eben noch erwähnt im Video. Ich habe leider keine Aufnahme gemacht, wie es fertig ist. Das Ende vom Lied war gewesen, dass das Fahrzeug diesmal auf Schlag ansprang, was vorher das Problem war, dass er nicht auf Schlag ansprang. Hat immer ein bisschen länger jodeln müssen, bis er dann wirklich mal lief. Jetzt Schlüsseldreh und fertig. Das Auto hat zwar noch ein, zwei andere Problemchen, aber da bin ich ehrlich, da werde ich nicht rangehen. Das Ganze kann über die Werkstatt laufen, das werde ich nicht privat angehen, weil ich da auch ganz ehrlich gesagt habe, nicht die Mittel, nicht die Zeit und auch keinen Nerv dafür habe. Bin ich ehrlich, ich mache das hier spaßmäßig. Ich möchte mir nicht unbedingt unnötig Arbeit aufhalsen. Jedenfalls probiere ich daran zu arbeiten, dass es nicht so viel wird. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hat euch vielleicht weiterhelfen können. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, ein Abo und bis zum nächsten Video.